Mit diesem Trick wird die Ampel wirklich sofort grün. Dafür müsst ihr unter der Ampelarmatur den Knopf drücken. Diesmal kenne ich den richtigen Rhythmus. Es ist rot, ich mache den Trick, es wird grün. Erstmal brauche ich messbare Vergleichsdaten. Dafür stoppe ich erst die rote Zeit ohne Trick. Das mache ich, damit wir gleich einen besseren Vergleich haben. Ohne Einfluss die Rotphase. 1 Minute und 13 Sekunden geht. Und bevor wir jetzt zum Trick kommen, brauchen wir noch eine sehr wichtige Zeit. Und zwar, wenn ich die Armatur normal berühre. Noch kurz warten, bis es rot wird und let's go. Und jetzt seht ihr, die Stoppuhr läuft weiter und ich berühre die Ampelarmatur. Was glaubt ihr, wie lange die Rotphase diesmal andauern wird? Auch 1 Minute 13. Also benutzt die ganze Menschheit die Ampelarmatur falsch? Jetzt zeige ich, wie der Trick funktioniert. Doch erst warte ich darauf, dass im Straßenverkehr nichts mehr los ist. Davon spreche ich. Und los geht es jetzt. Jetzt müsst ihr folgenden Rhythmus beim Knopf drücken. 1, 2, 3, Pause. 1, 2, 3, Pause. 1, 2, 3. Da ich es nicht sofort gemacht habe, wird schnell grün, aber nicht sofort. Seid gespannt, wie viel schneller. Während wir auf grün warten, fehlt nur noch ein Abonnent für 120.000. Wenn du ein Herz hast, mach das Ziel voll und abonnier kostenlos. Ein paar Sekunden schneller.